Reflect. Digitale Schmiedegespräche mit dem Florian Wieser. Danke, Dominik. Wir sitzen in dieser Ausgabe mit dem Thomas und der Ramona Vogt, das Hoteldirektionspaar vom Valbella Inn Resort in Valbella Lenzerheid vor dem Schmine. Das Gespräch gehört zu der Serie zum Thema Anfangen, wo ich über meine Anfänge erzähle, Faktoren aufzeige, die meiner Meinung nach zum Anfangen gehören. Und ich führe meine Gespräche mit Menschen, die eine spannende Geschichte zum Thema Anfangen können erzählen. Mit dem Thomas und der Ramona rede ich über ihre Anfänge vor 18 Jahren, das Loslassen vom ehemaligen Patron, der wunderbare Investor, den sie gefunden haben, der in den letzten Jahren so vieles möglich gemacht hat, und die täglichen Anfänge, die der Job vom Führen von einem Hotel mit sich bringt. Ihr führt das Hotel, Thomas und Ramona. Ramona, komm nachher noch. Mit wie vielen Menschen? Oh, sehr volatil. Jetzt wahrscheinlich frage ich mich nicht, aber sicher zu viel. Nein, jetzt geschätzt etwa 135. Okay. Also das ist dann bis 150, mal schon 155, dann verschrickst du ein bisschen. Also das ist der Stelle, wenn die Lohnliste wenn's bis runtergeht auf 125, je nach Monat. Okay. Ich meine, wir haben gerade Februar hinter uns, und das ist der intensivste Monat im Jahr. Da wird es etwa so sein, den wir haben. Und das ist also Valbella Inn Resort. In Valbella, in der schönen Arosa-Lenzerheide-Region. Oder wie sagt man? Das ist Arosa sagen. Genau. Ist gut, wir können jetzt Arosa auch. Dürfen wir? Ist gut. Okay. Ihr habt das Hotel übernommen. Wann ist das Hotel? Ja, lass mich studieren, im 01. Im 01 bin ich gekommen und meine Frau ein Jahr später. Genau, also seit rund 17 Jahren. Okay. Wir glänzen also nicht mehr. 17 Jahre, krass. Und ich meine, das ist ja, es geht ja ums Anfangen in meinem ersten Podcast in dieser Serie. Das war ein Anfang gewesen. Wie haben ihr euch für das entschieden? Wieso? Du, also ich meine, ich war dort 29 gewesen, in Anführungszeichen relativ jung, aber das Alter ist heute ja wirklich relativ. Und bin vom Engadin gekommen und habe die Chance gesehen, was du da machen kannst. Ich habe das Hotel gesehen, wohlverstanden, ein Drittel kleiner als heute. Gell? Und habe einen präsenten, autoritären, extrovertierten Vorgänger gehabt. Patron, alte Schule, gross, schwer, laut. Und habe ihn kennt schon. Und ihn kennt. Du hast ja dort Lehre gemacht, im 1985, Kochlehre. Da habe ich gewusst, was mir erwartet. Und denkt, ja gut, der ist auch älter geworden. Es sind dann 8 Jahre gewesen, wo wir mit ihm zusammen geschafft haben. Und das war eine sehr lehrreiche Zeit gewesen. Aber es ist noch so, du redest jetzt von Anfang, aber ich bin schon fast weiter. Es ist die Zeit von diesen 8 Jahren, wie du mit den Gästen umgehst, mit den Mitarbeitern, wie du auch viel gelernt, wie du es nicht machst. Also der Anfang war für mich hart gewesen, sag es mal so. Hart gewesen im Umgang mit, du kommst als Junge daher, du hast noch nicht so viel Erfahrung in dieser Position. Danke vielmals. Merci. In dieser Position. Und musst dich behaupten. Also spannend finde ich gerade wieder, dass du ja Koch hast gelernt. Ja. Weil das ist ja keine easy Lehre. Ja. Also, das ist ja das mit der quasi sozialen Nachmittag. Den gibt es nicht, oder? Zimmerstunden. Ja, genau. Oder? Also da ist, ich finde es immer spannend, wo eigentlich Köche am Schluss so auch landen. Weil die bleiben nicht zwingend Köche alle. Aber die Schule ist, glaube ich, irgendwie noch wichtig. Ja, also in erster Linie finde ich es natürlich, nicht despektierlich gegen andere Berufe, aber den kannst du noch brauchen. Weißt du? Ja, nein, den hast du etwas für dich gemacht. Und es ist eine gute Grundlage. Und das hast du aber angesprochen, es ist ein Zeichen natürlich, dass so viele Abgänger sind. Also wie ich auch, oder? Ich bin nicht mehr Koch. Ich müsste ja nicht mehr Koch wollen sein, also es ist nicht gut. Meine Frau kocht besser. Aber schade, dass wir, das merken wir heute extrem, oder? Wir haben keine Nachkommenschaft mehr, weil die Köche, die wir noch haben, das ist weit weniger als wie vor 10 Jahren, die wir ausbilden. Und die wir dann ausbilden, ist die Fluktuation riesig. Ja. Aber zurück auf den Anfang, wo du sagst, hart gsi, es gibt mehrere Aspekte, die das eigentlich unterstreichen. Hart gsi in dem Sinne, du hast einen sehr präsenten Vorgänger und musst in die Rolle steigen. Das heisst, wie reagieren Gäste?
ja, wo ist der Herr Rossi, wo ist der Herr Frauchel, also früher, mhm. Und da musst du dich zuerst behaupten, nicht nur bei den Gästen, sondern auch bei den Mitarbeitern. Mhm. Du kommst als 8-, 29-Jährige daher, da musst du zuerst die Sporen abverdienen, bis die dich mal akzeptieren. Mhm. Und das andere ist, schaff mal mit deiner Frau zusammen. Hast du vorher nicht in dem Fall? Nein. Das war auch ein Anfang. Sehr. Okay. Was würdest du denn sagen, irgendwie so in deiner Karriere, wie ist es dann so gelaufen mit dem Anfangen immer wieder? Du hast jetzt gesagt, es war Herr, oder? Nachher sonst so? Also, wie ist das Thema Anfang bei dir? Ich muss es so sagen, im Gastgewerbe ist es natürlich per se ein bisschen so eher gewesen, aber dass du jede Saison wechselst. Wenn du Koch ansprichst, ich bin dann schon auch noch Koch gewesen, aber du gehst in der Saison dort, hast du immer wieder Anfänge, neue Betriebe, neue Mitarbeiter, neue und so weiter. Also das hast du ja schon ein bisschen intus. Und nach 3 Jahren kannst du sagen, jetzt hast du es gesehen, das ist schon fast lang, dann gehst du wieder weiter. Ja. Und daher, wie gesagt, ich habe schon gedacht, das könnte meine Endstation dort jetzt ganz blöd sein, aber meine mit 30 und sagen, ja, da bist du jetzt da. Gut, andere sind 50 Jahre im gleichen Betrieb. Es ist einfacher geworden. Der Umgang mit meinem Vater war nicht ganz einfach gewesen, weil meine Vorstellungen, je länger, je mehr dort sind, andere waren. Andere Generationen, logischerweise. Und die haben sich dann schon ein bisschen auseinander dividiert. Und nach 7 Jahren ist dann aber auch fertig gewesen, weil wir einen Investor gefunden haben, wo wir dann Gas geben konnten. Hätte er können loslassen? Ich meine, wenn du es mir so beschreibst. Das ist ganz schwierig. Schwierig, oder? Für den ist das ein hoher Anfang. Das ist eine Katastrophe. Nein. Ich glaube, wenn du ihn heute fragst, wäre er immer noch, der fährt immer. Ist ja gleich, das ist ein anderes Thema. Darum herum und sagen, es ist meine. Nein, loslassen. Ich meine, hallo. Ist für ihn ganz schwierig gewesen. Und für mich sind natürlich Sachen ins Spiel gekommen, Themen, wo ich muss sagen, mein Gott, oder er als VR-Präsident zurückgezogen, aus dem Haus, das muss man dann noch lassen. Als ich gekommen bin, hat er sein Büro gewohnt, ich bin dort drin und er ist über die Straße, okay. Mit Schiffscharter Richtung Hotel und sehe, was Sache ist und jede 5 Minuten das Telefon, wer ist rein, wer ist raus, wieso und warum, sie müssen sagen. Und das ist heftig gewesen. Ich habe mich nicht aufs Business konzentrieren, ich hätte gerne andere Sachen gemacht. Und das sind wirklich Generationen und Vorstellungen, womit, und wohl, ich habe sehr viel gelernt, aber die Vorstellungen von, wie er geführt hat und wie man heute halt, ne, schon das Marketing hat dazu mal gekehrt. Natürlich, mit bestem Marketing machst du am Gast. Hey, du hast da so viele Gäste, du musst reden. Mhm. Oder? Sagen, du musst heute keine Mitarbeiter mehr einstellen. Also, plakativ gesagt, wo weiss, ob der Wein von links oder von rechts eingeschenkt wird. Das ist nicht so wichtig. Aber das schulen wir ja heute. Nee. Aber wichtig ist, dass er reden kann. Also kommunikativ ist, dass er eine Karte ersetzt und nicht sagt, da kommt der Vorsprung, sondern erklärt und der Gast mit einer Bindung aufzieht. Oder? Und die Bindungen, die hält er nachher ewig und der Gast fühlt sich wieder verpflichtet, daher zu kommen. Mhm. Also wenn er das toll findet, logischerweise. Dann muss vieles stimmen. Aber das ist so und so. Also wir können nur so schön bauen. Aber wenn der Mitarbeiter nicht funktioniert und das Feeling überbringt, dann haben wir verloren. Mhm. Aber apropos Bauen, wenn du hast wirklich viel gebaut, das, was ich jetzt miterlebt habe, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal da war, aber seither ist mega viel passiert. Ich glaube, der Turm ist schon gestanden, aber nachher eben, also das hinten ist noch nicht und so. Und ich habe immer das Gefühl, kaum ist fertig gebaut, ist ja schon das nächste, was du bauen. Wir haben noch ein Schwimmbad noch gemacht, das jetzt auch mega cool geworden ist. Haben sogar eine Umfrage gemacht. Crowdsourced. Sehr modern, cool. Und ist auch wirklich lässig rausgekommen. Ich weiß nicht, wie viele haben denn, das würde mich noch wundern, wie viele haben von diesen Wünschen, die so zusammengetragen haben, dann können wir mitnehmen? Wie ist denn das? Also jetzt nicht nur das Hallenbad, sondern insgesamt. Ich weiss nicht, ich habe nur die Hallenbad-Umfrage mitbekommen. Weißt du, wir haben ja damals vor 10, 11 Jahren, wo wir einen tollen Investor im Rücken haben, und sagen, das, was wir hier erleben, was der Gast hier erlebt, mittlerweile ist er sehr verwöhnt, kommt jedes Jahr eine Frage mit jedem Gast, was haben wir wieder Neues gemacht? Ich sage, hey, Moment, langsam, gell? Aber wir haben natürlich brutal viel können bauen und wir haben das nicht gesucht. Wir haben gewusst, am Anfang von diesen ursprünglichen Bauzeiten habe ich gesagt, hey, also wenn wir jetzt können investieren können, dann müssen wir unbedingt das Wellness hier unten machen. Das war hier unten gewesen, aber Wellness, nicht nur das Hallenbad. Und ist alt gewesen, ist anfangs 80er gewesen und ein bisschen verjäst und so. Und dann haben wir das aber noch ein bisschen hinterher geschoben, haben gewusst, da ist ein Haufen, weißt, nach außen scheint toll alles, aber in der Innersten, im Herzen, das Herz vom Hotel ist die Küche.
und so weiter. Da hat es Sachen gegeben, wo man hat unbedingt etwas machen musste. Und wir haben aber die Kraft vorher nicht mehr gehabt. Und so haben wir angefangen, die Küche umzubauen. Und dann hat es eins ums andere gegeben. Wir haben gewusst, wenn wir da machen wir mal die Küche, wir wollen grösser werden. Hey, heute sind wir dreimal grösser als dazu mal. Und wir haben das nicht gewusst. Wir sind die Küche umbauen und dann haben wir gesagt, und das Kinderland, ach, mit Lego, das ist sicher cool, das müssen wir auch machen. Und dann kommt der Nachbar da, oder? Und sagt, hey, in der Blumenwiese mit dem alten Haus, wenn wir es kaufen, vor der Zweitwohnungsinitiative, wohl verstanden, Preise exorbitant. Dann haben wir gesagt, nein, wenn wir die Preise sehen, wir müssen sitzen, alle zusammen. Dann kommt aber meine Frau und sagt beim Christiansen, und sagt, hey, aber wenn wir das nicht kaufen, die Spekulation ist hoch für so Sachen gewesen, dann macht das jemand anders und keine Rücksicht in einem touristischen, tollen Ort da und dann wird das einfach verbaut, mehr Zweitwohnungen. Ja, und so haben wir das halt gekauft. Dann haben wir gesagt, ja gut, wenn wir das kaufen, machen wir den Wellness dann. Wir hatten 45 Zimmer damals, noch 30 mehr. Also die kritische Größe haben wir verlassen. Super. Aber dann hat es eins ums andere gegeben. Wenn du gewusst hast, dann baust du neu. Ja, dann musst du schauen, wie sind denn die Zimmer da? Fallen die sofort ab. Also sofort auch investieren. Aber wenn wir so viele Zimmer haben, ja, müssen wir schauen, wie gross ist das Restaurant. Das war eh schon zu klein gewesen. Also musst du das Restaurant und so weiter und so fort. Und wo wir eigentlich gut dabei sind, kommt der andere Nachbar und sagt, du hast dann ein Hotel und ich verkaufe es, wenn ihr es. Das war fast keine Frage von Wollen, sondern teilweise auch ein bisschen von fast müssen, weil sonst geht Valvella kaputt. Es sind immerhin 200 Betten. Ja, und das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist, weil einfach ein Hotel in der Schweiz, ein Ländchen, so, das kann das nicht einfach kaufen. Ne? Mhm. Also das hat natürlich mit dem Investor logischerweise zu tun. Aber wir sind kein, ich sage jetzt mal, oder, ah ja, das ist ein Mäzenatentum, da ist einer dahinter, hat ein bisschen Geld und das ist ein Hobby. Und das Image haben wir so nicht, haben wir eigentlich auch so nicht, weil wir wollen es betreiben, dass es rentabel ist. Mhm. Aber das sind immer mehrere Ansichten, wo, wann ist denn etwas rentabel, wie lange hast du Zeit und was machst du daraus? Aber wo das kam, ist, haben wir dann mit einem Club 400 Betten gehabt, 140 Zimmer und eben die knapp 150 Mitarbeiter. Und dann kannst du nicht mehr so arbeiten wie davor, wo du die 45 gehabt hast, gemütlich in einem Hotel, schön, in Valvella. Du kannst auch nicht einfach alles mal drei rauffahren und denken, es läuft gleich. Sondern du musst in die Schule, wir haben alle in die Schule müssen, wir müssen wieder studieren, wie können wir denn? Der Küchenchef führt 10 Leute und nachher 30. Das ist nicht einfach so. Das sind so Anfänge, die uns brutal bewegt haben. Mhm. Und immer noch tun. Also wir sind immer noch auf der Suche von gewissen Organisationen, wo wir noch nicht angekommen sind. Aber das werden wir wahrscheinlich auch nie sein. Aber wenn wir auf dem Weg sind, ist es ja mal gut. Aber es ist eben ein Anfang, es ist eben manchmal, der zieht sich auch. Ja, weißt du, was wir möchten, das wissen wir. Aber was wir kriegen, ist nicht immer ganz klar. Ja. Und du kannst vieles mit Schulen machen. Ich muss sagen, ich habe eine super Saison. Und wenn ich da die Leute und Brigaden anschaue, muss ich sagen, ich glaube, ich habe noch eine der besten Brigaden über alles. Seit den letzten Jahren. Mit allen Baustellen, die du auch immer hast. Also wenn dort etwas aufgehört hat und erledigt hast, geht es da weiter. Mhm. Mit 150 Leuten ist es klar. Da kommen schon mal 10 gerne da im Dezember. Weil heute ist einfach, hast du einen Vertrag, aber das ist dann eher eine Variante. Gewisse. Oder? Aber mit 150 kannst du auf 10 noch verzichten. Oder? Bei 20 wäre es dann etwas anderes. Verrückt. Wir haben Strukturen gelegt. Es hat vor 10 Jahren keine grosse Struktur. Es ist ein bisschen intuitiv und ein bisschen nach Gefühl und jetzt sollte man das und jetzt sollte man dies. Und in dieser Größe kannst du gerne nicht mehr anders. Du musst gewisse Richtlinien auch von Gesetzes wegen erfüllen. Und die haben wir uns zuerst auch müssen. Aha, jetzt musst. Und nicht kannst und sollte man noch. Hm. Hast du eben auch Ausbildung auch gemacht, normal irgendeine, oder hast du da gesagt? Ja, alles, wir gehen ja alles so für dies und das in die Schule. Okay. Heute brauche ich jemanden, der nur das Hallenbad, du hast das angesprochen, ist neu. Okay. Du musst dort einen haben, der mit der Chemie darf umgehen. Das hat er eine Woche in die Schule müssen, auf Bern runter, und das Probe zu haben, damit er mit der Chemie darf umgehen. Mhm. Also du hast auch Gesetzesauflagen in einer Grösse, die du musst erfüllen musst. Mhm. Muss auch so sein, weil wenn etwas passiert, dann kannst du sagen, hey, ich schlafe gut, ich habe das alles gemacht. Mhm. Etwas geht immer mal schief. Jetzt hast du von mega vielen Anfängen erzählt. Sind da irgendwelche so besonders in Erinnerung in deinem Leben? Vielleicht auch jetzt ganzheitlich, nicht nur das Hotel. Das Hotel ist ein Teil von deinem Leben.
Schon ein grosser. Ja, es ist ein Teil. Also es macht natürlich so, oder privat und Geschäft macht es so. Eben, genau. Oder? Das kannst du, mich wird oft gefragt, ja, wo wohnt ihr denn? Dann habe ich das Gefühl, wir wohnen da oben. Dann sage ich, nein, wir wohnen 200 Meter von da. Das ist gut so, weil dann die 200 Meter ist gerade so ein Sicherheitsabstand, wenn es klopft. Bist schnell da, bist ja aber auch weg. Und das ist gut. Aber privat und Geschäft ist definitiv so. Also, es gibt keinen Tag, wo ich nicht ans Hotel denke oder nicht da bin, aber ich kann auch schnell wieder gehen. Es ist ein Kommen und Gehen, aber es geht allen nicht gleich, die in diesem Business sind. Ich kann nicht Türen schliessen und lohnt es aus. Vor 15 Jahren hätte ich es vielleicht noch können, aber heute bist du natürlich viel mehr drin, hast es bewegt dich mehr. Wenn etwas passiert, schlafst du mal schlechter. Mhm. Aber das sind andere auch. Also da sind wir nicht außergewöhnlich. Aber Anfang im Leben, wo du sagst, wow. Also auch gut. Also, also ich habe natürlich eben in den 18 Jahren viel erlebt. Der Anfang von überhaupt vor 18 Jahren. Dann die Ära von meinem Vorgänger, die beendet ist. Dann geht es weiter und dann denkst du, wow, jetzt bist du allein da, oder? Und haben wir sagen, ja, das ist nicht einfacher, oder? Ich meine, endlich mal kannst du dich aufs Wesentliche konzentrieren, eben von wegen Vorgänger. Und dann kommt anders und auf einmal ist andere Sorge. Ich bin heute aufgeregter als dazu. Man hat zwar gemeint, mit der Midlife-Krise und mit dem Alter leidet sich das, aber das ist nicht so. Du machst dann andere Sorgen, ganz klar. Also für mich ist das meins da und deswegen muss es ja auch so sein. Also ich würde dazu trippen, aber es ist nicht Sorgenfalt, sage mal, dass du nur mit der Sorge laufst, sondern es gibt unglaublich viel Schönes. Oder? Ein Anfang dort sicher, ein Step. Ich habe vorher angesprochen, mit der Frau zusammenarbeiten. Büro, Büro respektive Tisch und Tisch und ohne, dass du gross niedergeschrieben hast, gibt es auch, wer was macht, dich eigentlich finden tust, das ist ihr Bereich und das ist mein Bereich. Auch nicht selbstverständlich. Tut und funktioniert. Ich meine, heute meine Frau, die hat es noch viel schwieriger als ich. Ich kann einfach gehen, ich bin jetzt im Hotel und sie schuckutschiert noch Kind und daheim, wenn du daheim bist, ein schlechtes Gewissen für den Betrieb und umgekehrt, das kennst du. Kennen aber viele und viele Frauen, das ist auch nichts Neues. Und dann sicher der Anfang mit meinem mega tollen Investor, wo ich viel müssen lernen, immer noch dabei bin, weil das einfach anders funktioniert. Es ist ein bisschen industrieller, es ist ein bisschen organisierter und da kannst du dir nicht mehr alles so, jetzt Hotellerie, ja, was machen wir denn? Sondern tak, 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 tak. Mhm. Ja, und dann muss ich dir einfach sagen, ich bin immer, so habe ich das Gefühl, leicht überfordert, das halten die eigentlich am Karren. Oder? Mhm. Und wenn es anders wäre, dann wäre ich vielleicht nicht mehr da. Aber das musst du auch irgendwo können verarbeiten irgendwo. Also für mich ist jeder Tag ein Anfang. Weil, und das muss nach 18 Jahren sagen, ich habe es nie erlebt, dass es eigentlich langweilig wird. Eben mit dem Alter denkst du ein bisschen anders und hast das Gefühl, jetzt müsste ich im Bereich ein bisschen ändern. Aber ja, das ist okay. Haben Sie schon Family gehabt? Oder? Nein, aber gerade unmittelbar, zwei Jahre danach. Okay. Ja, es war so ein bisschen ein Anfang gewesen, wo man sagen, ja, jetzt wollen wir auch da bleiben. Und Family, ja, dann bist du nicht mehr gerade so, springst nicht mehr gerade so. Es ist vielleicht auch ein Thema, also wenn wir eine Familie wollen, es passt irgendwie noch zum Familienhotel. Oder? Also wenn ich jetzt da wahrscheinlich Einzelgänger gewesen wäre, ist das nicht so glaubwürdig, obwohl man mir oft nachgetragen hat, als ich noch kein Kind hatte, ja, du kommst ja nicht raus, was Kind wenn. Und als ich Kind hatte, haben sie gesagt, ja, du bist ja nur auf Kind, du weißt nicht, was Seminar will. So. Okay. Aber das ist normal. Ja, das ist ein Anfang. Und definitiv, wir haben die Kinder gehabt, aber die sind am Anfang, die sind halt im Hotel ein Stück weit aufgewachsen. Ne? Obwohl man nicht Hotelkind hatte. Oder auch noch, also per Definition. Ja, genau, das haben wir nie wollen. Heute, meine mit 11 und 14, sind sie auch sehr selten im Hotel. Meine Freundin hat meine Frau als Kind noch vorher gehabt, ist vor die Gäste gegangen und das ist eine Imagefrage. Ja, jetzt Kind und so. Die Gäste sind mit uns auch aufgewachsen und haben das erlebt. Was würdest du sagen, brauchst oder braucht es zum Anfangen können? Ja, weil ich beobachte, das können alle. Ja, vor allem das Loslassen vom Alten. Ja, eben, es ist wie beides eben ja, wie ein bisschen dabei. Hast du vorher gesagt. Ja. Wenn du bist ja loslassen, dann bist du irgendwie von Mengadin daher gekommen. Das war auch mal, gewesen, du ja, kommst dann mal. Also, ja, wenn es ein einfacher Schritt fällt, nach vielleicht. Nach 12 Jahren war das nicht einfach, gewesen, von dort daher zu kommen. Okay. Aber gut, das ist eine Charakterfrage. Oder ich bin immer... Die braucht's, was braucht es dort? Ja, es braucht viel Unterstützung auch von anderen Seiten. Aber die Frage ist, was du anfängst. Wenn ich hierher gekommen bin im 01, muss ich sagen,
Ich weiß noch, wie es heute war. Oder? Es war Mai, es hat noch geregnet und geschneit und der Schnee, es war so oder? Du kommst von einem schönen Engadin, jetzt mache ich Werbung für den. Ich meine, wenn du jetzt so raus schaust, muss ich sagen, ja, fährst du so an. Du warst in einem Zweierzimmer, du hast eine Wohnung im Engadin, kommst hierher und bist in einem Studio. Mhm. Und weißt, das ist zwar nur für ein halbes Jahr und nachher wechseln wir dann dort vielleicht, wir wissen noch nicht. Wir haben irgendwie viel aufgegeben und haben da angefangen, nicht gewusst genau, wo es hergeht. Da bist du da in so einem Zimmer, es ist Mai, es ist alles, es ist niemand mehr rum, das Hotel ist zu, da fliegst du, also mir geht es so, da fliegst du so mit das Loch und denkst, ist das der richtige Weg, oder? Wie ist das? Hast du in dem Fall so eine quasi Kompetenz, dass du mit Unsicherheit kannst umgehen kannst? So, dass du nicht genau wissen? Ja, weil ich es ganz am Anfang gesagt habe, weil eigentlich ich habe 10-mal angefangen in anderen Häusern. Ich nenne es jetzt mal einfach, wenn es um den Job geht. Da kommst du immer her und kennst Leute nicht, Hotel nicht, Gäste nicht, weißt nicht, was auf die Arbeitsbereits hat. Schwierig, ja. Mhm. Und ja, eigentlich glaube ich das. Heute bin ich aber 47 und dann wollte ich das vielleicht nicht unbedingt mehr so. Mhm. Jetzt kommt dann das 50. Ja, hey, hallo. Genau, schön frech. Schön frech. Nein, aber im Sinne von, spürst du, dass da nochmal etwas anfängt? Weil das ist auch das Mainstream. Ja, also, hast du das Gefühl, da fängt nochmal etwas an für dich? Oder? Also für mich muss, glaube ich, etwas anfangen. Wenn du das 18 Jahre machst und wie gesagt, immer leicht überfordert und jeden Tag Neuland und Gas geben und nicht langweilig. Aber es hat vielleicht auch eben mit der Midlife-Krise zu tun. Du musst mal. Ich meine, ich habe jetzt auch einen Stefan. Ja. Stellvertreter. Und dann hast du auf einmal Zeit und denkst, ja, aber du kannst ja nicht, du musst dich ändern. Du kannst nicht einfach so weiterfahren. Wir sind jetzt durch eine Person mehr, kann ich im Hotel wieder ein bisschen alles anders organisieren. Mhm. Ordentlicher, noch organisierter, noch strukturierter. Da fallen mir viele Bereiche ein. Auch ein. Also man muss ja abgeben können. Wahrscheinlich schwierig bei mir. Also ich würde heute, wenn ich vorher sage, mein Vorgänger, wie sich der benommen hat und wie ich mich dann würde benehmen, ob ich es dann besser mache, weiß ich nicht. Trotz der grossen Schule, die du gehabt hast. Ja, genau. Also können loslassen ist schwierig, aber ich glaube schon, jetzt bin ich in einem Alter und habe vieles da gesehen, dass ich eigentlich meinen Job ein bisschen so verändern, dass er noch interessanter wird. Ich habe das, glaube ich, vor 2 Tagen angesprochen, ein bisschen mehr Netzwerk, ich will Leute kennenlernen, weil ich habe das Gefühl, jeder, den du nicht kennst, verpasst etwas. Das vor allem auch intern, weil jeder hat so hat Ideen und wenn du mit denen in Kommunikation trittst, dann wird es viele interessante Leute, die uns wieder etwas bringen. Schlussendlich ist mein Job, ganz einfach gesagt, Gäste aufzubringen nach Lobella, wo du das toll finden. Ah, guten Tag. Schön. Ja, ich habe schon Hoi gesagt. Hoi. Wolltest du gerade in die Schlussfrage einsteigen? Ja. Ja. Cool, ja, ich habe mega viele lässige Sachen jetzt erfahren. Eigentlich von Ihnen anfangen, vor allem auch. Ja. Oder wie wir dahinter gekommen sind und wie wir angefangen haben. Und dass es ja eigentlich immer wieder in die Saison wieder ein Anfang ist. Also ihr hört ja eigentlich nie auf zum Anfangen. Das ist wahr. Irgendwie. Also ich finde, das ist etwas Spezielles ja, im Beruf. Gut, das, ja. Ich meine, es ist bei mir auch, weiss, ich stehe auch auf und weiss nicht genau, was kommt nach heute, oder? Aber es ist nochmal etwas anderes als ja, wirklich saisonweise quasi per Definition müssen anfangen. Ich kenne das ja noch, ich habe ja mit 19 in meiner ersten Firma ist ja Fashion gewesen. Und dann hatte ich auch die Rhythmen von diesen Kollektionen gehabt, oder? Und da musste ich auch anfangen, weil sonst hast du einfach keine Sommerkollektion gehabt. Das habe ich heute so, Rhythmen habe ich in dem Sinn so klare wie nicht mehr, oder? Wir haben gerade jetzt eben diskutiert, so, was braucht es eigentlich zum Anfangen oder als Charakter oder was ist eigentlich wichtig, dass man anfangen kann. Was würdest du sagen? Mut. Und Motivation, Lust, Laune, Wille. Im Jahr hörst du 2-mal auf und fährst 2-mal an. Das ja, genau. Loslassen auch wieder, oder? Das kommt dann zur Routine. Ja, der Thomas ist noch cool. Thomas hat gerade seine neue Rolle beschrieben, wo er sich wünscht, eigentlich so quasi jetzt so in der nächsten Zeit, also eben mit Netzwerken, Menschen kennenlernen, mit ihnen in Dialog kommen und so. Hast du auch so einen Plan? Also ich könnte mir auch mal vorstellen, ganz wegzugehen und was ganz Neues, anders anzufangen. Das ist überhaupt kein Problem.
Mhm. Aber ja, solange wie jetzt die Kinder noch nicht fertig sind mit der Schule, dann bleibt erst mal der Rhythmus, denke ich mir. Ja. Die sind ja 11 und 14, das heisst, da hat es 4 Jahre gegeben, wo jetzt du dich nicht um die Familie gekümmert hast, weil sie schon noch nicht da war. Und nachher war es klar gewesen, bei euch so. Ja, es ist halt schon ein Shopsharing, gell? Das ist schon, Familie und Hotel haben schon ich. Und er ist viel mehr da im Hotel präsent. Mhm. Ja. Vielleicht korrespondiert das gleich, wie ich nicht gesagt habe. Ja, klar. Das ist ja spannend, weil manchmal ist ja das Modell, sagt man, es ist auch irgendwie, es ist ein altes Modell, oder? Und Niki und ich diskutieren das immer wieder, weil ist jetzt einfach nur, weil jetzt der Mann das Kind in die Kita wirft, schon fast, oder? Und er stresst und am Abend holt wieder, ist das modern. Nur damit quasi dann sie kann sagen, ja, ich arbeite jetzt auch. Mhm. Ist es das modern oder nicht? Und das hat mir mal einer gesagt, und das hat mich eigentlich noch recht getroffen, weil er gesagt hat, eben, ja, ihr habt das klassische Modell. Und ich habe das dann nicht so gesagt und habe gefunden, Moment, schnell. Also es kommt darauf an, was im System tut, nicht nur was gegen aussen die Organisation jetzt klar ist, damit du kannst arbeiten. Weil was heisst arbeiten? Mhm. Also, die selber, klar, wenn du neu mit Herren musst, ist es vielleicht schwieriger, weil du musst dich organisieren. Wenn du jetzt eher so, vielleicht auch wie ihr sind, wo es ineinander hineinfließt, so fest, kann man es vielleicht eher vereinen. Und es ist eben nicht, dass quasi ein Arbeitgeber dich halt auch Zeug von dir will, wo du gar nicht ja, ohne Organisation kannst machen. Ich meine, das ist schon ein Stück Freiheit, die wir hier haben, oder? Wir können wirklich sagen, wir sind da, wenn es uns braucht. Und ich kann mir die Freiheit nehmen und sagen, ich kann die Kinder fahren, holen, bringen, ich muss niemandem Rechenschaft, wohin ich jetzt gehe und was ich mache. Und das ist aber auch gleichzeitig die Verantwortung gegenüber dem Hotel, dass du da bist, wenn es dich braucht. Oder? Wenn viel los ist, musst du einfach da sein. Und dann musst du dann mal sagen, ihr müsst jetzt mal warten. Und so. Aber weißt du, so klassisch altes System ist das jetzt bei uns ja nicht. Also, ich meine, da gibt's nicht. Was ist der moderne Aspekt, sagst du? Wie würdest du ihn hervornehmen? Ich finde Diskussionen auch so ein bisschen mühsam, aber es ist, wie so ein bisschen, es ist eben lustig, dass es so klare Bilder gibt, was heute modern ist, oder? Und wir leben so extrem glücklich und haben überhaupt das Gefühl, wir sind nicht modern, vor allem. Aber auch von außen kommt die Projektion, wir sind eher ein bisschen oldschool, oder? Ja, oder sagen wir lieber, was ist altmodisch? Altmodisch ist für mich schon die Rolle, dass die Mutter daheim ist und ja, kocht und macht und tut. Und du bist schon ein Touch moderner, wenn du sagst, du kriegst alles ein bisschen unter einem Hut. Mhm. Eben darum sind wir das nicht so oldschool, weil halt wir halt auch die Flexibilität haben. Sonst würde es ja nicht gehen. Mhm. Oder? Und ich meine, gut, weil er kann jetzt auch am Nachmittag sagen, komm, wir gehen schnell auf die Ski gestern Nachmittag. Welcher Vater kann das, der 9 to 5 schafft? Niemand, oder? So, Schlussfrage. Weil wir pilgern ja gerade von Zürich auf Savonin. Und zwar der Mo, der ist bei mir im Team, der pilgert zu uns. In der kältesten Woche vom Jahr. Notabene. Läuft er jetzt wirklich, also heute Abend kommt er da vorbei. Er läuft dann auf Savonin und jeder, der ihn trifft, fragt er die gleiche Frage, nämlich, warum stehst du am Morgen auf? Mhm. Das würde ich euch auch gerne abschliessend fragen. Warum steht ihr am Morgen auf? Zum Glück fragst du nicht, wann. Doch, wann? Früh. Ja, im Moment ist es früh, ja. Im Moment ist es früh. Ja. Aber warum? Warum stehst du warum auf? Warum stehst du auf? Ja, wenn ich dir jetzt sage, ja, damit ich dann eine Stunde später arbeiten kann, ist es wahrscheinlich... Kann man, ja. Ja. Oder sagen, weil ich vielleicht eben um 5 Uhr morgens nicht mehr schlafen kann. Okay. Oder Rücken tut ab und zu. Ja, auch, oder? Ja, ich freue mich auf den Tag, der kommt. Ich freue mich, was gibt es Neues? Das ist ja jeden Tag anders, das ist ja nie der gleiche Trott. Das ist ja spannend, oder? Also das Büse, das habe ich am Anfang gesagt. Eben, du weißt, jeden Tag ist immer leicht überfordert, weißt nicht immer alles. Nein, wir wissen definitiv, also wir sollten dir auch, die Hälfte weiß nicht, was auf uns zukommt. Mhm. Du weißt da so viel Business, so viele Gäste und auf einmal steht einer mit irgendetwas da, wie du. Wo da oder? Wo immer am Fließband steht, das ist schon der gleiche Trott, aber wir haben das nicht. Ich finde es auch, seitdem wir Kinder haben, ist es auch spannend. Du weißt nie, wenn die heimkommen, was los ist, was passiert. Es ist jeden Tag ein Neuanfang, kann man sagen. Ja? Was für ein Schlusswort. Ha? Du, danke neu, Thomas und Ramona vom Valbella Inn Resort in der schönen Lenzerheide Valbella. Genau, das ist schon gut. Lernt, oder? Merkst du, lernt. Sehr. Ja, cool. Hey, danke neu. Reflect. Digitale Schmiedegespräche mit dem Florian Wieser.